So. Der Dennis ist unterwegs. Willkommen zurück bei neueste Aufnahme von die DayZ. Wir machen hier großen Spaß und der Dennis ist auf dem Weg zu uns. Und wir sind glücklich, wenn er ist da. Aber ich bin jetzt bei der Tankstelle. Ah, das ist gut. Dann hast du schon fast geschafft die Hälfte. Und die Hälfte ist schon mehr als ein Viertel. Und das finde ich super. 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 So, Jascha, sollen wir mal weitergehen oder sollen wir jetzt die ganze Zeit hier im Haus sitzen bleiben? Bist du unten? Ja. Ich bin schon wieder rausgegangen. Hier, rechts. Okay, Jascha? Ach, da hinten bist du. Hier, ich bin auf der anderen Seite. Dann geh du doch hier diese Straße entlang und mach die Häuser. Hier in die Querstraße. Alter, wo rennst du lang? Ich kann nicht was. Mach du die Querhäuser da und dann mach ich hier schon mal die nächsten Häuser hier auf der Hauptstraße. Nee, das ist doch dämlich. Du bist dämlich. Achso, das gehört zu dir, das Haus. Ja, dann leck dich da. Dennis, der ärgert mich. Boah, ey, so viele Menschen. Oh, shit. Sind von uns Zombie. Sind gegenüber von uns und so. Trabi, Trabi, Trabi. Oh, eine Rottenbanane. Trabi. Rottweiler? Ja, genau. Alter, lauf. Eine Rottenweiler. Oh, wie viel ich zu trinken finde, ist unglaublich. Ja, du bist der King, weil du so oft stirbst. Und wir einfach seit 10 Stunden echt leben, nicht mehr gestorben sind. Ja, und Zufall. Ja, ich bin ja gestorben, aber ich lebe ja wieder. Als ich gestorben bin, habe ich auf die Karte geschaut. Ich wollte nur gucken, wo wir sind und dann bam. Ja, das macht man auch nicht mitten auf einem Hof. Nee. Ja, das ist mir dann auch klar geworden. Dann kam bei Dennis eine weise Erleuchtung. Das macht man doch nicht. Ja, wir haben gespielt und ist nichts passiert die ganze Zeit. Wir waren nur, keine Ahnung, zu. Ja, da wird der kleine Dennis leichtsinnig. Ja, ist halt so. Ja. Nice, schon wieder Munition gefunden für die. Nicer. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, der soll doch nicht immer nachladen. Hey, was sagt der König, wenn seine Zofe fragt, darf ich das hier verkaufen? Dann sagt der, ja, Markt. Weil das ist ja seine Markt. Und die... Budum. Ja, warte. Eine Sekunde, ja, eine Sekunde. Boah, ich hasse hier gleich aus. Ich hasse Menschen, die sich wiederholen. Und ich hasse Menschen, die sich wiederholen. Trabi, Trabi. Ich hab jetzt voll den Ohrwurm. Oh, wo ist denn hier ein Zombie? Oh, wo ist denn der Zombie? Hey, Zombies laufen nicht mehr durch Wände. Nicht? Schon mal ein großer Vorteil. Ich hab ihn umgebracht. Ah, ich hab ihn umgebracht. Annual Tournament spielen. Ja, man, ich will jetzt mal hier schön bayerisches Annual Tournament spielen. Wenn ich hier die Nebenstraße gemacht habe, dann hast du das ganze Dorf schon fertig, weil die Nebenstraße so groß ist. Ja, ich weiß auch was groß ist. Ja. Wenn du aus der Nebenstraße wieder rauskommst, mach die rechte Seite von den Häusern. Ich mache jetzt gerade nur die linke Seite. Dann hast irgendwas du auch was. Hat die gerade ziemlich gescheppert im Spiel. Dann hast du nämlich auch zwei große Häuser. Fällt mir gerade so auf. Die du machen kannst. Da gehst du jetzt eh rein. Nee, ich unterdrück's. Ich geh erst noch hier in das große Grüne, was auf der linken Seite ist. Bau! Hier hat es gerade richtig gescheppert und hier sind die Türen auf. Aber wenn das scheppert, dann ist das doch nicht. Dann Mitspieler scheppern doch nicht. Ah, ein frischer Apfel. Oh. Wart ihr schon auf dem Airfield? Frischer Spargel. Nein. Sind ja noch ganz warm. Ja. Oh, eine rosa Mütze. Darf oh, das? So, hier ist ein Zombie irgendwo. Looten. Rasputin, Rasputin, Kack.
Ja, ja, ja. Rasputin Kack. Rasputin, Rasputin Kack. Rasputin, 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 Rasputin. Wow, 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 da sind 8 Zombies um die Ecke und die laufen mir jetzt nicht hinterher, weil ich jetzt schnell weglaufe. Oh, ich hab noch eine Sardiniendose. Sardiniendose, Zombies laufen mir nicht hinterher, ihr seid so scheiße. Bleibt wo ihr seid. Hiking Boots, hab ich auch noch nie gesehen. Hiking? Das ja. sagt die Mark dann, wenn sie ihn begrüßt. Hiking. Kostig. Warte. Wie du auf sowas mal kommst. Ja. Ja, das ist zwar lustig, ja. Matsch, Matsch hier, Zombie. Und Dinger gehen immer noch nicht auf. Matsch hier, Matsch hier, Zombie, Matsch hier. Kühlschränke. Nee, aber gab ja auch noch kein Update. Wo bist denn du jetzt? Hä, hey, aber wieso kann man jetzt auf einmal Lagerfeuer machen? Das konnte man vorher, glaube ich, auch schon. Streichhölzer und das Holz kombinieren. Kombiniere. Paul? Ja? Ich laufe hier rum, keine Sorge. Töte mich. Bist du da vorne? Ja, ich bin da. Was? Hinter dir bin ich. Ah, ja, genau. Hey, wo muss ich denn jetzt überall rein? Ja, komm her mit. Komm her mit. Auf dieser Hauptstraße. Bückst du dich mal bitte? Guck mal hier, Achtung jetzt, guck mal hier. Vorfahrt achten jetzt hier, ne? Bückst du dich mal bitte? Guck mal, Vorfahrt achten jetzt. Wo? Links gucken, rechts gucken. So, hier kannst du jetzt überall rechts die Häuser. Also erstmal in diese Reihe. Und dann hier auf dieser Straße, auf der rechten Straße. Da auch noch rein. Ja. Da bist du noch nicht reingegangen. Nee, ich bin jetzt hier komplett, guck mal, Jascha, diese Straße hier runter, ne? Bin ich jetzt komplett hier nur auf der linken Seite gelaufen. Also auf den linken Häusern. Das heißt, du kannst jetzt da hinten reingehen und dann machst du hier auf der Straße die ganzen rechten Häuser, okay? Dann mache ich da hinten die nächste Querstraße links. Dennis, du sagst Bescheid, wenn du da bist. Ein Brown Hoodie. Ja, willst du einen Brown drauf. Hoodie? Ja, das Brown Hoodie ist besser als Grey Hoodie, oder? Ja, der ist pristine sogar. Oh, das finde ich super. Le Petit Pulli. Ich komme mal direkt rein, gestiefelt hier. Wo bist denn du? Ach, da. Trouble. Da ist irgendwann in einem braunen Hoodie. Wow. Ey, der sieht sogar ganz nice aus. Nicer. Ja, nicer. Du gehst mal eben hier die Straße rein, ja? Oh, nee. Doch. Ich hab doch Mama. Okay. Das sind eh nur zwei Häuser. Und davon ist eins so ein braunes, da brauche ich gar nicht reingehen. Ja. Ach du liebe Jüte. Dennis, kennst du eigentlich auch Quentin Tarantino-Filme? Natürlich. Feierst du die auch? Ja, die sind richtig gut. Kennst du auch die Alten? Die Alpen? Die ja. Alten, kennst ganz du da? Ganz Alten oder sowas wie Kill Bill und so. Nee, noch älter. Ich habe hier noch die komplette Tarantino-Box liegen. Ich habe Pulp Fiction, habe ich auch schon geguckt. Ja, und den einen noch davor? Älter wahrscheinlich nicht. True Romance, kennst du den? Der ist auch nee. Richtig geil. Der ist richtig geil. Die sind einfach die ganze Zeit nur am Mc's und Burger King fressen, ey. Richtig lustig. Willst du, brauchst du ein Sewing Kit oder kann ich das wegschmeißen? Nimm das mit. Wenn das pristine ist oder worn, dann nimm das mit. Hauptsache nicht. Alter, ich hör Hunde! Hunde? In welchem Jahrhundert lebst du denn? In welchem Jahrhund? In welchem Jahrhund? In welchem Jahrhundert lebst du? Fuck, ich renn hier weg, Alter. Ich höre Hunde. Ey, das ist... Die Tür hier ist zugemauert. Oh, schade. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Nee, wirklich. Von außen ist sie zugemauert. So, ich bin beim Schild. Also jetzt ich bin beim... Dann geh, wenn du jetzt reingehst, geh nach rechts. Nach rechts? Da den Weg nach rechts? Nee, auf der Hauptstraße nach rechts. Also wenn du im Dorf... Ja. Wenn du nach... Dings reinkommst, ist da ein Einkaufszentrum. Ich habe glaube ich Munition für dich gefunden, Paul. Dennis, da müsste ein Einkaufszentrum sein. Warte, ich mach den Zombie noch glatt. Paul, du musst ja mal hier hinkommen. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Alter, wo bist du denn? In dem großen Haus? In den großen Grünen. Das ist keine Ahnung, was für eine Farbe, aber ich komm mal rein. Ja, ich hab dich. Ich bin hinter dir. Ja, hier, ich habe keinen Platz mehr. Hier liegt Munition und eine Dose.
Munition, okay. Und eine Dose. Für die Dose habe ich jetzt auch persönlich keinen Platz, aber ich trinke einfach eine. Und oh, hier liegen noch zwei Dosen. Ja, die kann ja auch der Dennis gleich einfach mitnehmen. Ja, ich bin beim Laden hier jetzt. Ja, dann geh. Ich kann ja mal eben ein bisschen sortieren. Wahrscheinlich ist bei dir noch mega viel Platz und irgendwie immer jede Kugel liegt bei dir einzeln im Inventar. Du ignorierst das einfach total. Dennis, ich hol dich mal gerade ab, okay? Mhm. Dann lauf mal, also bleib mal beim Einkaufsladen. Jascha, bleib du auch mal hier drin. Ich hol den Dennis kurz hier zu uns, okay? Damit wir jetzt nicht so unübersichtlich hier rumwuseln. Trouble. Ich nehm lieber Pepsi eins. Pepsi. Okay, Dennis, geh mal auf die Hauptstraße. Gulli, was reißen? Ja. Was? Der Gulli will was reißen? Kann man die lesen mittlerweile? Weiß ich nicht. Hier. Ich bin jetzt beim Einkaufszentrum, Dennis. Auf die Haupthauptstraße, nicht auf die andere Hauptstraße. Ja, genau. Komm mal hier jetzt links hoch. Hier, guck mal, da bin ich. Ja, ich ja. Ich hab keinen Platz mehr, weil ich so viele First Aid Kits und einen Defibrillator und zwei Protector Cases und so. Protector Case? Wer will einer ein First Aid Kit? Durch meinen Protector Case kannst du nicht durchschießen. Hast du auch ein First Aid Kit, Paul? Ja, ich habe auch eins. Aber behalte eins. Stück. Nein, behalte eins. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr. Wir haben doch jetzt Dennis. Der kann auch noch was tragen. Hast du einen Rucksack, Dennis? Ja, ich kann auch ein bisschen Platz machen. Hab total gut. Viel Unnötiges. Soll ich nimmst du die ganzen First Aid Kits? Soll ich den Dennis jetzt erstmal zur Waffe? Ich bringe den Dennis jetzt erstmal zu seiner Waffe, ne? Du bist natürlich voll viel schneller als ich. Hey, wo ist der Dennis? Alter, warum bist du so langsam, Junge? Ich hab keine Ahnung, ich geh ganz normal, so wie man eigentlich gehen sollte. Hast du vielleicht Rechtsklick gemacht? Nee, jetzt habe ich Rechtsklick gemacht, jetzt nicht mehr. Hast du mal Leertaste gedrückt? Ja, dann. Wallenschlange. Ja, verliert die Verbindung. Wenn er die Waffe so vor sich hält, dann. Boah, dem ich erschrocken. Dennis, ich erschieß dich, ne? Dennis, ja. Hier, nimm mal eben was von mir. Ja. Ja. Die kannst du bitte beide nehmen. Danke. Ja. Hast du überhaupt Platz dafür? Ich guck mal, für einen auf jeden Fall. Trouble. Ich hab noch so einen kleinen Ranzen. Irgendwie müsste ich hier noch Platz machen können. Ich habe so viel Unnötiges. Dennis, jetzt komm mal jetzt hier runter. Aber ich kann ihn nicht ausleeren, also einfach nur so hier ein Kit tragen. So. Hast du beide? Ja. Sehr gut. Dennis, das dauert wieder ewig mit dir hier. Ich muss die Sachen aufnehmen. So. Bap. Dennis, völlig im Tarnmodus. Viel besser getarnt als ich. Ach, ich hab nur so ein paar Sachen an. Guck mal, hier ist die SKS. Die nimmst du jetzt mal bitte auf. Jo. Willst du auch Muni dafür? Nee, ne? Muni! Welche schluckt die nochmal? 39. Paul, hast du selber. Was war das denn eben für eine Muni, die da lag, die ich nicht aufnehmen konnte? Das war 51, also für die Mosin. Oder halt für den Marcel. Brauchst du eine Machete? Nee. Okay, dann schmeiß ich die weg. Wenn ihr eine Feuerwehraxt findet, sagt Bescheid. Jo. Ich hab nur normale. Willst du jetzt ein bisschen Muni für die SKS? Wie viel Muni hast du dafür? 40 Stück. Dann gebe ich dir nochmal 20, ne? Jo. So. Ich hab ja noch eine Karte, falls jemand braucht, dann schmeiß ich die weg. Schmeiß weg. Gut, dann bin ich jetzt auch gut ausgerüstet. Die Karte will ich mitnehmen, das finde ich irgendwie cool. Die liegt hier irgendwo. Ja, ich habe sie mir aufgenommen. Okay, ich habe noch richtig viel Muni. Soll ich dir noch mehr geben? Warte mal, ich guck mal. So, ich gebe dir einfach noch so ein Paket. Hier. Ja, kannst ja. Du selber auspacken. Ich gebe dir noch so ein Paket. Davon habe ich nämlich noch 4 Stück. So, dann lass uns jetzt mal wieder zurückgehen zu dem Standort, wo wir gerade waren. Hey, wir hatten hier jetzt. Achso. Hat einer ein Seil und Holz? Nope. Nee.
Spielt der Timo nicht auch mit? Nee, der ist in Elektro. Ach so. Der ist gerade in seiner Elektroausbildung. Indiana Jones in. Und wenn jemand einen von hinten anschießt, überlebt man dann länger, weil der in den Rucksack schießt. Ja. Kann sein, ja. Der überlebt dann einen Schuss. Denn, Jascha, hier war es jetzt drin, ne? In dem zugemauerten. Ja. So, dann. Da lag oben noch eine Dose. Will die einer? Was denn, eine Getränke? Ja. Nee. Ich hab genug davon. Also, wollte ich jetzt hier reingehen? Dann gehe ich gegenüber in das Ding. Fette Haus, ja, okay. Ja, das zweite. Hier liegt ein Cowboy-Hut. Wow, hier liegt. Will denn jemand? Ja, ich. The Brothers Karamazov. Ah, ja. Oh, die hier haben, liegt. Die, weißt du, das ist eine Story von zwei. Rasputin. Eine Story von zwei Brüdern. Von zwei Brüdern, die waren immer nur gut im Leben. Und konnten sich dann nicht entscheiden, welcher das bessere Karma hat. Deswegen The Brothers. Hier liegt eine Wasserflasche. Weil die haben sich dann gezofft wegen Karma. Ja. Mann, das sollte lustig sein. Ja, Paul, manchmal muss man auch mehr zocken, anstatt zu reden. Nee, manchmal muss man einfach mehr reden. Weniger machen, mehr quatschen. Boah, ich hab Cerealien, will die einer? Nee, brauche ich nicht. Nee, nimm die aber mit. Da kannst ich geh nach oben, ne? Kannst du fünfmal essen. Höher. Ich gehe auch nach oben. Ich gehe nach ganz oben. Ich gehe nach ganz oben. Ey, was liegt denn hier? Injection Vial. Nimm mit. Was ist das? Ist das so ein kleines... Ich hab keinen Platz mehr. So ein kleines Gläschen? War das nicht für Knochen? Für gebrochene Knochen? Ist das so ein kleines Gläschen? Ja, das ist Gläschen? Ein kleines braunes Gläschen. Ja, dann nimm das nicht mit. Das ist eine leere Flasche. Wie, was ist das denn? Das hat momentan noch keinen Effekt. Okay, hier liegen zwei Hunter-Pants, aber die kann man nicht mitnehmen. Da kann sich Dennis ja mal dran versuchen. Dennis, hier liegt ein kleiner blauer Rucksack. Nee, einen kleinen habe ich. Auch einen großen. Hat jemand von euch eine M4? Nee, ne? Doch. Nee. Jascha, hier oben ist eine Halterung für die M4. Und Alter, was liegt denn hier? Eine Mosin. In welchem Raum bist du denn, Paul? Du musst nicht immer so ausrasten, Paul. Das ist eine Mosin. Alter, aber der Dennis nimmt doch jetzt lieber die Mosin als die SKS. Ja, oder? Aber das ist nicht so. Boah, Alter, ich hab noch nie eine Mosin gesehen. Noch nie in meinem Leben, Alter. Hast du auch Schüsch. Nicht? Schüsch, Bruder. Schüsch, Bruder. Oh. Da in dem Raum. Das Atlas-Ding, das kannst du auf deine SKS, auf deine M4 machen. Geil, und was kann das? Dann, wenn du dich hinlegst, kannst du ruhiger zielen. In welchem Haus bist du denn jetzt, Paul? Ganz oben. Wenn man sich hinlegt. Ach, in dem großen Gebäude, oder ja, wie? Genau. Aber wenn man sich hinlegt, kann man doch eh ganz ruhig zielen, oder nicht? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so ein Ständer. Das findet Dennis wieder sehr lustig. Mhm. Ich guck mal gerade, wie viel Muni ich für die M4 habe. Für hier drinnen oder wo war die Mosin? Ja. Genau, Mosin. Da. Die Mosin liegt da. Ich habe ein Päckchen. Ist die SKS nicht besser? Ja, dann nimm lieber die SKS. Weil ja, das, weil ich habe mehr Munition dafür. Das ist um besser weit schießen zu können. Aber der Marcel könnte sich jetzt die Mosin holen. Jo. Sollen wir dem mal Bescheid sagen? Ey, passt auf, ich glaube, hier kann man über das Geländer fallen, oder? Ja. Wo sind die Hunter-Pants? Jascha, kannst du kurz den Marcel schreiben? Der ist feiern oder so. Ach so. Ist bei euch auch I Survive offline? Nee. Nee. Bei mir ist I Survive offline. Ich kann darauf zugreifen. Ja, Dennis. Das ist gut. Ja. Warte, ich mach mal eben die große Karte auf. Net. Aber ich brauche unbedingt einen Scope dafür. Aber ich bin eigentlich eh bei der MM Airfield. Lass mal eine Folgenpause machen. Ja, Augenblick. Ich bin jetzt gerade. Nee. Not gaming. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao.